Kabalevskis Etüde, fünfter Teil. Diese schwierige Stelle haben wir hinter uns. Diese drei Takte, die sich vom Anfang wiederholen, haben wir auch hinter uns. Jetzt kommt noch ein sehr schöner Abspann, ein Showdown sozusagen, wie in irgendwelchen James-Bond-Filmen, wo am Ende irgendwelche Hochhäuser in die Luft gesprengt werden. Also was passiert? Da sieht sehr kompliziert aus. Tonleiter rauf, Tonleiter rauf, Tonleiter rauf. Das geht nicht etwa runter, weil da ja 8 drüber steht, Oktava. Also es geht tatsächlich noch höher. So furchtbar kompliziert das aussieht, so einfach ist es eigentlich, weil immer dieselbe Tonleiter sich wiederholt. Wir haben anfangs darüber gesprochen, dass ja die A-Moll-Tonleiter eine große Rolle spielt. Das war die natürliche A-Moll-Tonleiter, nur mit weißen Tasten. Das war die harmonische A-Moll-Tonleiter, die ein G in ein Gis verwandelt. Also G oder Gis wahlweise sozusagen. Und in dieser Tonleiter kommt einfach beides vor. Dadurch hat die natürlich jetzt nicht nur 7 Töne in der Tonleiter, sondern 8. Dann mit dem 9. Ton wiederholt sich's und geht wieder aufs A. Weil ich 8 Töne habe, muss ich natürlich jetzt andere Finger machen. Ich brauche eine Vierergruppe, die 4 und die 4, die also G und Gis enthalten. Also so. 1 runtersetzen, G und Gis, ziemlich eng hier und das A ist auch noch eng dran. Dieselbe Tonleiter wiederholt sich, Vierergruppe bis zum D. E, F, G, Gis, Daumen untersetzen, Vierergruppe, E, untersetzen, G, Gis, jetzt sieht man es wahrscheinlich nicht mehr, aber egal, Vierergruppe, F, G, Gis und der letzte Ton, den kann man ja mit dem 5. Finger nehmen, da braucht man nicht mehr unterzusetzen. Das Ganze. Die linke Hand spielt lauter Sachen, die wir eigentlich schon kennen. Piano, leise anfangen, Crescendo, lauter werden, bis hin zum FF fortissimo, also ungefähr so. Muss man halt sich überlegen, auf welchen Ton links, auf welchen Ton der Tonleiter kommt dieses F. Auch wieder so eine schöne Dissonanz. F und G zu. So, und jetzt fehlen uns noch die Schlussakkorde. Ich habe die nochmal abgeschrieben, weil die da so ein bisschen fitzelig zu lesen sind. Ich habe sie hier mal ein bisschen größer. Und ohnehin schicke ich ja gerne die Noten, damit man das besser lesen kann. Das ist, glaube ich, als YouTube-Video ein bisschen kritisch zu lesen, aber vielleicht geht's. Ich habe es ein bisschen umgeschrieben, wenn man die vergleicht. Ich lege das jetzt mal direkt daneben. Umgeschrieben, damit man ein bisschen besser den Überblick behält. D und B, B und F. Dieser, der ist uns schon mal begegnet bei dieser Stelle der linken Hand. Da ist er wieder. Das B passt zu dem B der rechten Hand. Nächsten Dreiklang. Jeder Ton hat ein B-Zeichen, also jeder Ton ist erniedrigt. Wenn das nicht wäre, wäre es ein gar nicht so schwerer Klang, den ich
eine Quinte links, E und H und G und H in der rechten Hand, aber es ist... Da ist es recht kompliziert geschrieben. Da steht das unten als Dis und das obere als B und das als Fis und als B. Das ist ja schon irgendwie korrekt durchdacht, aber ich denke, so durchschaut man besser. Also einfach der E-Moll-Dreiklang Halbton tiefer. Die linke Hand geht aber dann doch wieder einen Halbton höher. Dann haben wir E und H und das hat tatsächlich mit dem E-Dur-Dreiklang zu tun. Der müsste ja ein Gis haben. Das wäre der E-Dur-Dreiklang. Das Gis kommt in der rechten Hand vor. Und dazu machen wir noch ein hohes E. Und dann kommt der Schlussakkord. Auch den habe ich ein bisschen umgeschrieben, nämlich drei Töne mit links gemacht. Das A und das C und das E der rechten Hand habe ich noch in die linke genommen, weil man sich das vielleicht besser merken kann. Ein A-Moll-Dreiklang und die rechte Hand hat nur ein A. Also das wäre das Ganze. Nochmal. Typisch Kabalewskis Stil. Eigentlich ist jeder der Akkorde relativ normal, aber die Art, wie er die Akkorde hintereinander setzt, ist etwas ungewöhnlich. So viel für dieses Video.